So, hallo liebe Leute, ich habe doch 3000 Blog-Einträge. Ich führe euch jetzt da durch, weil ich muss Provider intern umziehen und es ist leider nicht so einfach für mich, das zu verwinden, dass jetzt wahrscheinlich 1700 Einträge weg sind. 2134 sind es auf dieser Anschrift, das seht ihr, die Zahl. Nochmal kontrollieren gehen, ja, nimmt auf. Hier ist die Statistik. Wenn du dann darüber gehst auf gesamte Zeit, hast du hier 82.000 Zugriffe. Das sind die meistgesehenen Seiten, sind ein Symbol hier mit 2.000 Einblendungen bzw. Website-Zählungen, Besuche, Aufrufe, IPs, wie auch immer. Müsste ich da mich mehr kundig machen, wie das, ob das per Tagesaktuell wahrscheinlich wird die IP erst einmalig gezählt. Dann habe ich, und um diesen Block geht es, das ist der zwischen 2018 und 23. Da habe ich auf der Uhr 1.267.541 Zugriffe. Da müsste 18 stehen. Und ja, das sind hier, gehen wir mal in den rein, in die Verwaltung, Beiträge. Jetzt nicht erschrecken, das ist auch einiges. 1700 von mir eh anberaumt zu löschen, 1700 Beiträge. So, und die muss ich umziehen, Leute. Und dann habe ich 1000 Subdomains, 1000 Subdomains eingerichtet, um gemütlich da hin und her zu switchen. Da gehe ich auf Holz. Talente oben, seht ihr ja. Dann switcht er mich auf eine Seite im Blog. Das sind diese Gravuren. Dann gehe ich auf die Holzüberblickssachen, Holzwalle. Dann switcht er hierhin, deutsche Imperatur. Sage ich einfach so als Kunstbegriff, gell? Baumhälftengesichter. Und da sind die ganzen Subdomains. Und davon habe ich 1000 Stück angelegt, Leute. Was soll ich tun? Was soll ich tun mit 1000 angelegten Subdomains und ich muss jetzt umziehen, ja? Das ist schwierig. Drückt mir bitte die Daumen. Ich habe jetzt 5 Tage Zeit, das Umziehen. Eine wichtige ist, wie gesagt, Triank Cracker Info, um dieses Zeichen zu transportieren. Das mag dann meine Liebste nicht so gern sehen. Sie sieht es lieber so in der Umsetzung. Und versteckelt für mich dann halt wenigstens so. Und die Ringer in einem besonderen Ort habe ich mal getestet. Ich habe ja Freischaltungen, ich habe ja Reinkarnationserinnerungen. Wisst ihr vielleicht, ich bin verrückgesprochen und betreut. Ich habe die Idee gehabt, Holzringe zu machen. Und da ist das Video. In 15 Minuten kannst du so einen Ring schnitzen. Das geht die ganze Seite. Entschuldigung. Sofort. Ja. Ich habe heute die 1000 Subdomains mal ausgedruckt. Nur als Liste 20 Seiten. Um Himmels Willen, Leute, drückt mir bitte die Daumen, dass ich den Umzug schaffe. Na, also ihr wisst schon, da oben dann, wenn eine schöne Seite auch so lange hat, gibt mal irgendwas ein. Wie Umarmung, Umarmung. Cracker-Info ist schön. Oder Liebeslieder, beziehungsweise Liebe-Cracker-Info. Liebe-Cracker-Info. Ja, das muss ich da oben immer nur eingeben. Wenn ich es fertig eingerichtet habe, drückt mir bitte die Daumen. Ja? Jetzt holt er sich wieder die Sache her. Jetzt weiß man nicht, ob gedankenkraftlich da obliegt wieder, dass einer drin liegt in der Maschine, das habe ich einen Ausländer schon gehört, der hat belegt die CPU aus der Ferne mit Gedankenkraft. Ne, und jetzt ist die Musik auch da. Also, dann ja, wünsche mir Glück beim Umziehen. Tschüss. Ach, die Ringe. Ja, mach doch auch so was. Das habe ich unter Aufruf Cracker Info. Aufruf Cracker Info. Da habe ich die Weiterführung, bitte dieser Baumhälftengesichter, Holzringe, Holzgravurscheiben, Kreuze, Wanderstäbe, Holzschmuck, Knüppelchen, Holzschild, Triangular. Ja, da habe ich das mal aufgerufen. Da habe ich ein paar Images dafür. Das sind die Stöcke, die Stäbe, die Gravuren,
ein bisschen ein kleines Triangular. Und so sieht das Objekt auch aus. Ein wundervolles Stück. Also, gehabt euch wohl. Bis später, habt viel Freude und mit der Seiten. In 5 Tagen wird sich entscheiden, ob diese Subdomains, die ich jetzt nannte und in die Beschreibung stelle, noch funktionieren. Drückt mir die Daumen. Sonst sammeln wir uns auf seth-andreas.blogspot.com. Ich wiederhole, seth-andreas.blogspot.com. Da sammeln wir uns, beziehungsweise es wird geschrieben, wenn die Domain funktioniert, und die funktioniert normalerweise, ja, auf Cracker-Info, dann hier beschrieben, was, wo es weitergeht. Es ist, müsste auch hier irgendwo stehen, dass der Blog der Hauptblog ist. Ja. Da habe ich noch ganz einschlägige Anschrift. Ist Erfolge wichtig? 2 Faxabrufe an Nostradamus. Also bis später!